Was gab es sonst noch Neues? Es gab ein Spielzeug, was jetzt veröffentlicht wurde. Jetzt habe ich es aber nicht auf dem Rechner, aber ich zeige es jetzt hier einfach mit dem Handy in die Kamera rein. So richtig professionell. Auf diesem Bild kann man sehen, dass das Spielzeug von Scar King dazu benutzt werden kann, dass diese Peitsche quasi so ein Lasso bildet. Und mit diesem Lasso kann Scar King, in diesem Bild zumindest hier, Godzilla wie einfangen. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass Scar King möglicherweise mit der Peitsche bestimmte Fähigkeiten hat. Dass sie zumindest auch andersweitig benutzen kann. Ein Artikel von Filmstart selber habt ihr mir zugeschickt oder hat mir einer von euch auch zugeschickt. Da steht was sehr Interessantes drin. Nämlich, dass die, und das wird einfach so geschrieben, als wäre das schon so ein Fakt. Und damit habe ich so mein Problem mit diesem Artikel. Da steht eben drin, in Godzilla Kong erfahren wir mehr über Skull Island, die ehemalige Heimat von King Kong. Godzilla und Kong, ne, größter Gegenspieler Scar King, der die Fähigkeit besitzt, Fähigkeiten seiner Gegner anzunehmen. Wie so ein Ditto quasi. Das wurde bei Filmstarts geschrieben. Und daraufhin wurde mir auch von euch geschickt, hier, guck mal, ist das vielleicht die Fähigkeit von Scar King? Dass der andere Fähigkeiten kopieren kann. Ich würde es auf der einen Seite sehr cool finden, wenn so ein Scar King auf einmal auch so ein Atomic Breath aus dem Maul schießen könnte oder ähnliches. Aber mit dem Artikel habe ich so meine Probleme, weil in dem Artikel auch drin steht, dass wir in diesem Film sehr viel über Skull Island erfahren werden. Und das stimmt so nicht. Das ist in dem Artikel, das ist einfach falsch. Weil von Warner Brothers wurde der Artikel ähnlich, wurde da in der Inhaltsangabe veröffentlicht, wo Ähnliches drinsteht, nur aber eben, dass wir halt mehr über die Hollow Earth erfahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch hier bei Filmstarts irgendwas falsch interpretiert worden ist und dass Fähigkeiten nachahmen so auch nicht gesagt wurde, sondern eher, dass man damit vielleicht Fähigkeiten übernehmen kann in Form von, man kann die Kaiju damit irgendwie übernehmen oder irgendwie versklaven oder so ein Kram. Das glaube ich halt immer noch eher. Weil es würde auch keinen Sinn machen, wenn Scar King die Fähigkeit von Shimo imitieren kann. Dann braucht er ja Shimo nicht mehr. Dann, oder wie kann er die imitieren, ist dann eher die Frage. Wenn er die einfach nur angucken muss, dann braucht er ja Shimo nicht mehr. Oder muss er dafür erst irgendwas machen? Oder muss dafür die Peitsche vielleicht irgendwas machen? Fähigkeiten unterdrücken. Das kann auch sein. Aber nehmen wir einfach mal an, Filmstarts hat damit recht. Und das mit dem Skull Island war einfach nur ein Tippfehler, keine Ahnung. Einfach kurz Skull Island in die Hohlerde halt verwechselt, die ja auch fast gleich aussehen tatsächlich, ne, zur Verteidigung. Dann hätte Scar King echt die Fähigkeit, Fähigkeiten zu übernehmen. Das wäre, ich weiß halt nicht, worauf es dann hinauslaufen würde. Weil bisher hieß es immer, dass Scar King versucht, Shimo zu bekommen, aufgrund von Shimos krasser Kraft. Aber wenn er jetzt Shimo eigentlich gar nicht braucht, weil er es einfach imitieren kann, dann passt das wieder alles nicht. Oder er muss Shimo wirklich erst kurz vorher fangen und die Peitsche muss irgendwie einmal um Shimos Hals gelegt werden oder irgend so ein Kram. Könnte auch irgendwas mit diesen Kristallen zu tun haben, die da unten in der Hohlerde rumdümpeln. Das weiß ich aber nicht.